Lionel Messi sagte nach dem Gewinn des WM-Titels Folgendes: Es ist verrückt, dass es so passiert ist. Ich wollte es so sehr. Ich wusste, dass Gott es mir geben würde. Ich hatte eine Vorahnung, dass es so sein würde. Ich hatte diesen Traum für eine lange Zeit. Ich wollte meine Karriere so beenden. Ich kann mir nicht mehr wünschen als das. Wir haben viel gelitten, aber jetzt genießen wir es. Ich kann es kaum erwarten, in Argentinien zu sein und zu feiern. Es muss verrückt sein. Aber dann, meine lieben Freunde, hat er noch etwas gesagt und das hat wahrscheinlich wirklich alle überrascht, und zwar, dass er nicht aufhören wird in der Nationalmannschaft. Eigentlich hatte ich das so und ich glaube jeder andere auch so verstanden, dass er gesagt hat, ey, das wird mein letztes Spiel, dieses Finale, wahrscheinlich auch nochmal um Druck aufzubauen, aber Pustekuchen, Messi macht weiter. Nein, ich werde heute nicht zurücktreten aus der Nationalmannschaft, ich will weiterspielen als Weltmeister mit dem Trikot Argentiniens. Okay, da will wohl einer noch die letzten Rekorde von Ronaldo auch noch knacken, zum Beispiel, was die Nationalmannschaftstore angeht. Ja, also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, es ist eigentlich am besten, wenn man so auf dem Höhepunkt seiner Karriere retired, ja, aufhört, auch in der Nationalmannschaft. So zum Beispiel wäre das, oder zum Beispiel jemand, der das sehr gut gemacht hat, war Philipp Lahm, ja, der nach dem WM-Titel damals zurückgetreten ist. Andere haben so den Absprung ein bisschen verpasst, wie vielleicht Thomas Müller, selbstbestimmt zu gehen zu einem Höhepunkt. Messi hätte jetzt seinen Höhepunkt, also klar, er kann jetzt noch ein bisschen auflaufen, paar Freundschaftsspiele, vielleicht noch eine Copa mitnehmen oder so. In die nächste WM wird er ja nicht mehr spielen, aber ja, soll er machen. Wenn er Spaß dann hat, soll er es auf jeden Fall machen. Ich meine, wir gucken ihm alle gerne zu. Nur so, keine Ahnung, so jetzt halt so der Höhepunkt ist eigentlich auch dann am besten zu gehen, wenn es am schönsten ist, aber er soll das komplett selber entscheiden. Ich glaube, in Argentinien lieben sie ihn so oder so. Die wollen, können gar nicht genug von ihm bekommen. Bin auch sehr gespannt, was so die Partybilder aus den argentinischen Metropolen die nächsten Tage sein werden, wenn sie die Mannschaft empfangen und so weiter. Bin ich sehr gespannt. Eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.